Oh Mensch, hör doch mal auf hier, du überaktives Etwas. Nachladen, da kommt schon wieder so ein Bombenvieh. Ach komm, Tentakeln erwischt. Hör auf jetzt zu schießen, du Scheißvieh. Scheiße, jetzt kommen die hinten rum. Komm, Ruhe rein. Da kommt schon wieder was Großes. Da. Mann, du kannst doch nicht mal Stase draufhauen. Die geistern da hinten noch rum. Volltreffer. Das andere Vieh haben wir auch gleich mit erwischt? Nee, doch nicht. Da kommt er. Oh, meine Beine. Scheiße. Haben wir dich jetzt oder tust du nur so? Ach, da kommen noch mehr. Okay. Komm hier. Wo bist du denn? Komm hier. Na komm, du kleiner Sackträger. Oh, nicht ein paar Klingen aufsammeln. So. Lockdown aufgehoben. Da gab es mal einen Film, da haben die so gesungen, die Außerirdischen. Ich glaube, der hieß Enemy Mine oder sowas. Die haben dann so halt gesprochen oder gesungen oder glaube ich jedenfalls irgendwie sowas war das. Das ist ein ganz alter Film. Ach, nimm doch nicht immer die Ripper-Klingen. Nimm nicht die Ripper-Klingen, verdammt nochmal. Können wir das Stase-Pack eben nochmal einsammeln? Ich möchte das ganz gerne einmal eben nehmen. Ja, können wir. Und das nehme ich jetzt einfach mal. Auch wenn jetzt gleich so ein Stase-Teil kommen sollte. Gut. Können wir überhaupt noch irgendwas anderes nehmen? Ich weiß es nicht. Muss mal eben schauen. Nachgeladen ist. So, hier war noch was. Da, genau. So, gucken, dass wir auch nichts übersehen. Wichtig ist Plasma. Die nehme ich doch gerne. Credits nehme ich auch gerne. Da liegt noch ein Medipack. Was haben wir hier? Credits, cool. Liegt hier noch was drin in den Kabinen? Boah, Klaustrophobie lässt grüßen. In Japan gibt es sowas, glaube ich, ne? Solche Hotelbetten. Plasma-Energie. Credits. Noch mehr Credits? Cool. Aber das hat sich ja mal ein bisschen gelohnt hier, das Massaker. Und bei der nächsten Gelegenheit verkaufe ich erstmal Ripper-Klingen. Credits. Strahlenmunition. Auch kein Mensch. Ich nehme sie trotzdem mit. Na. Da ist ein Shop. Ha! Das wir gerade davon gesprochen haben. Ein Textblock. Verschlusssache, Priorität, bla bla, Säuberung, ja, war ja klar. Wahrscheinlich mit dem Ziel, alles an Leben hier auszulöschen. Ja, Inventar ist voll, okay. Wie viel sind das? 5. Gut. Shop. Okay, was haben wir denn so Schönes im Inventar? Ach so, ja, das machen wir natürlich. Das Schema runterladen. Den Halbleiter können wir verkaufen. Ja. Den Luftkanister verkaufe ich auch. Strahlenmunition, Impulsprojektile, Ripperklingen. Boah, haben wir viel. Jo. Jetzt haben wir 65.000. Cool. Das wäre es ja fast nochmal wert, einen Energieknoten zu kaufen. Dann haben wir schon 4. Und Plasma-Energie.
So. Gut. Das war's. Sehr schön. Dann nehmen wir jetzt eben nochmal hier die restlichen 5. Ach, 2 waren das nur. Naja, egal. Ich schieße ja sowieso nicht großartig damit. So, nachgeladen ist. Hi ho. Da ist er wieder. Aber wir können, also Isaac mag ihn nicht erlösen. Ich habe es versucht. Ja, der wird sofort gesenkt, der Plasma-Cutter. Es tut mir leid, mein Freund. Also ich würde dir gerne helfen, aber ich kann es nicht. So, dann speichere ich mal eben nochmal schnell ab. Es ist immer so schön ruhig im Speichermenü. So, so einmal tief durchatmen, eine Tasse Tee trinken. Ripper klingen, natürlich. Oh, wo willst du hin? Hallo? So düster hier in der Ecke. Okay. Was ist das? Ein Tacker, ne? Ja, so ein Tacker ist das. Das wäre auch meine ultimative Waffe. Aber so nah möchte ich den Viechern ja gar nicht kommen. Plasma-Energie, sehr schön. Und wieder sollte man misstrauisch werden, weil man so viel Munition bekommt. Zum unteren Maschinenraum. Und natürlich ist die Tür, wo der gute Mann jetzt eben hingeflüchtet ist, zu. Da kommen wir nicht durch. Toll. Das heißt, wir müssen den komplizierteren Weg gehen. Credits. Cool. Also gut, zum unteren Maschinenraum. Wow. Das ist echt der Hammer hier, die Kulisse. Alles wackelt und boah und burn und wow. Und da müssen wir jetzt hoch? Ja. Da müssen wir jetzt hoch. Mit dem Fast-Tool. Warning. Ich kann mal so schlecht mitarbeiten mit dem ganzen Kram. Aber es nützt ja nun mal nichts, ne? So, wie war das nochmal? Wie war das nochmal? So, genau. Die Frage ist nur, wir müssen es mitnehmen, ne? Boah. Wow. So, Moment. Jetzt müssen wir gucken, wie ich das hinkriege. Das ist echt die Hölle. Oh, ich traue mich gar nicht, was zu machen. So, Moment, Nummer 1. Okay. Nee, du sollst das weiter. Komm, ein Stückchen weiter noch. Zack. Next. Und weiter, bitte. Ah, verdammt, 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 verdammt. Aua, 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 aua. Ach, shit, ey. Also, hör mal auf zu brennen. Auch wenn man sagt, du brennst wohl. Oh, danke. Das war jetzt dämlich. Ach, nimm mal das Kleine. So, Moment. Ich
glaube, wir müssen es auf beiden Seiten erst machen, ja. Oh Mann. Ich glaube ja, sonst kommen wir vorher nicht weiter. Okay, was haben wir hier? Plasma-Energie. Ich meine, wir müssen das auf beiden Seiten erstmal machen. Und das ist so laut. So kann ich nicht arbeiten. War das so? Wir müssen das erst auf beiden Seiten machen. Ich glaube, wir müssen das erst. Oh. Ja, wir müssen das, glaube ich, erst auf beiden Seiten abstellen, ausschalten. Ich meine, so war das. Vorher passiert hier sonst nichts. Verdammt, schade. Das heißt, wir müssen den Scheiß normal machen und wie ich mich kenne, tue ich mir wieder weh. Also, wenn in dem Spiel mir nichts weh tut, tue ich mir selber weh. Oh Gott. Nein. Aber ich bin da ein bisschen paddelig, was das anbelangt. So, pass auf. Wie machen wir das denn jetzt, verdammt? Laufen vielleicht? Es nützt nichts. Pass auf, da kommen wir jetzt gar nicht. Nee, das geht nicht. Also entweder brenne ich gleich nochmal. Ah, ja, war ja klar. Toll. Toll, ganz toll. Oh Mann. Der, vor allem, das Schlimme ist, der läuft ja nicht einfach so los, ne? Logisch würde ich auch nicht, wenn ich brennen würde. Mal ehrlich, ich habe das Ding so beschissen hingestellt. Da komme ich so bestimmt nicht dran vorbei, oder? Oh doch, jetzt stehen wir seitlich. Jetzt ist es besser. Okay. Noch laufende rückwärts, gut. Noch laufende rückwärts. Ach, oh, dammit. Mensch, schlägt mich doch am Hubbel. Laufen. Ach, oh, Mensch, lauf doch einfach. Ja, ist doch gut, Isaac. Ist gut. Wir haben es alle verstanden. Ich glaube, das Ding kann ich da jetzt stehen lassen, wie es ist. Ist mir jetzt Wurst. Also so hundertprozentig. Funzt das nicht so ganz für mich, aber gut. Uah, rüber. Kriegen wir schon so zerschossen? Nee, ne? Ach. So, pass auf. Ja, ist ja gut jetzt. So, next. Oh, Mann. Next. Und kriegen wir den hier? Oh, ne, kriegen wir natürlich nicht von da aus. So, nee. Okay, was haben wir vergessen? Oh, Isaac, gehst du mal bitte ein Stück rüber, danke. Ja, das reicht natürlich nicht. Nein. Och Mensch, ey, das ist doch echt. Okay, mehr können wir nicht machen. Weiter geht's. Och. Es ist doch nicht wahr. Weißt du, gleich lade ich neu, weißt du das? Es ist doch nicht Klein wie Amors. Da passiert mir nichts an der Seite, oder wie sehe ich das? Nee, natürlich nicht. Bitte rückwärts, danke. Oh, nein! Oh, das ist so mäusemelk, der Scheiß. Oh. So, jetzt müssen wir dann wieder zurück. Ich muss den ganzen Scheiß nochmal machen. Und ich habe gleich bestimmt keine Packs mehr. Oh.
auf, das Ding loszulassen. Natürlich! Jetzt bin ich wieder zu weit rechts rüber. Danke. Danke, Spiel. Warte, warte. Rüber. Isaac. Danke. Es ist echt zum Kotzen. Lauf, 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 lauf. So, jetzt muss man eben gucken. War hier noch irgendwas? Nee, da müssen, können wir, glaube ich, jetzt nach unten. Meine ich jedenfalls. Haben wir es jetzt? Ich weiß es nicht so hundertprozentig. Oh, was habe ich denn jetzt schon wieder vergessen? Habe ich irgendwas vergessen? Sprich, spiel mit mir. Spiel mit mir. Sprich mit mir. Spiel, sprich mit mir. Ich hab was vergessen, richtig? Das ist so anstrengend. Was habe ich denn vergessen? Außer dass das Spiel jetzt sagt, renn nach unten. Ja, war klar. Ja, leck mich am Arsch. Trifft mich das hier auch oder was? Nein, gut. Wir müssen. Da ist noch ein Ding aktiv. Warum sagt mir das denn keiner? Och Mann, das ist doch ärgerlich. Ich habe die doch alle abgeschossen. Ja, toll. Danke. Wie blöd bin ich eigentlich? Au! Antriebsenergie ausgefallen. Ist er das? Hast du ihn? Oh mein Gott, du hast ihn! Genau das, was wir brauchen. Geh jetzt zum Crewdeck. Ja. Okay, jetzt können wir. Jetzt können wir nach unten. Oben können wir nicht mehr durch. Hier explodiert jetzt alles um uns herum. Ist alles wegen Feuer. Supi. Hammond! Altes Haus. Isaac, hier drüben. Ich habe versucht, sie anzufunken, aber mein Kumpel war aus. Sie haben den Singularitäts. Ja. Das ist unser raus. Bringen Sie den Kern zum Schatten und warten Sie nicht auf mich. Oh, Scheiße. Ja, wir müssen aber durch das Ding hindurch. Das ist das Problem. Oh mein Gott, das war's mit Hammond. Sorry. Hallo? Stase? Komm schon. Ich hab dir sowas von unter die Unterarme geschossen. Ich habe keine Stase mehr. Supi. Und so viel dazu, dass ich sie hätte aufwerten lassen müssen. Der bringt uns doch gleich um hier. Lalala, lalala. Wir kommen hier, glaube ich, auch vorher nicht raus. Ja, jetzt haben wir ihn, glaube ich. Jetzt haben wir ihn erwischt. Lockdown aufgehoben. Gott sei Dank. So. Ich
habe sämtliche Vitalsignale von Hammond verloren. Ist er tot? Ja. Gibt es nur noch uns, Isaac. Und Hammond droppt auch nichts, Ken. War nur so mal so als Information. Dann ist er geschmacklos. Streich den letzten Satz. Ah! Natürlich ist da jetzt auf. Achtung! Kritisches Versagen der Treibstoffeindämmung. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Ah! Ja, nur ist mir genug um die Ohren geflogen. Aber die Credits nehme ich noch mit. Kritisches Versagen der Treibstoffeinlösung. Ja, ist ja gut. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Moment. Das nehme ich auch noch mit hier. Plasmaenergie. Stase könnte ich gebrauchen. Achtung, ja, ist ja gut. Der Treibstoffeinlösung. Sofortige Evakuierung des Schiffes. So. Wow. Ja, ist ja gut jetzt. Zu erfahren. Huch, das hat irgendwie. Jetzt ist er despawned hier. Typ. Achtung, kritisches Versagen der Treibstoffeindämmung. Sofortige Evakuierung des Schiffes. La 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 la. Kritisches Versagen der Treibstoffeinlösung. Ja, ist ja gut. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Ich fahre nur mit dem Fahrstuhl, ich kann ihn nicht schneller machen. Oh! Ja, jetzt ist gut. So. Geh auf. Okay, pass auf. Dann müssen wir jetzt darüber. Wuhu! Wow! Da fliegt uns nochmal alles um die Ohren. So, pass auf. Was ich mir das letzte Mal auch nicht angeguckt habe. Oh, alter Schwede. Explodiert sie jetzt hier lustig weiter vor sich hin? Wahrscheinlich kriegen wir das Ende nicht zu sehen, weil uns vorher der Sauerstoff ausgeht, richtig? Das Ende der Whaler. Tja, rest in peace, friends. But ihr musstet ja unbedingt die Rettungskapsel aufmachen. Aber wahrscheinlich hätten sie uns alle ausgelöscht. Ende der Schwerelosigkeit. Na, die hatten bestimmt den Auftrag, alle zu töten. Ende des Vakuums. Ja. Gut. War hier nicht ein Shop? Sowas kann ich mir immer merken. Ripperkling. Das nächste Mal bitte Plasma-Energie. Ja, hier war ein Shop. Cool. Eintreten, ja, betreten, was auch immer, das Machine Goal, aber Inventar, den Halbleiter verkaufen. Überklingen einmal verkaufen. Und das war's, ne? Ja. Wow. Scheiße, wir haben unsere ganzen Mini-Packs verbraucht. Ich glaub's doch wohl nicht. Und ich bin. Nee, komm, wir nehmen. Zwei mittlere mit. Ich bin echt eigentlich sonst zu geizig, aber das kann ich nicht machen. Gut. Wir haben ja genügend Credits. Und bevor wir jetzt das Kapitel beenden und uns langsam wirklich dem Ende nähern, gucke ich eben nochmal. Ich glaube, hier hatten wir gar nichts mehr, ne? Und jetzt habe ich gerade gesehen, dass es doch nicht schlecht ist, in die Stase noch was reinzuschmeißen. Drei Stück würde mich das kosten. Alter Schawitzki. Oh, nee, komm. Wir können, glaube ich, nochmal Trefferpunkte skillen. Ja, das machen wir auch. Wir machen nochmal Trefferpunkte. Und dann beende ich dieses Kapitel. Cool. Wir kommen langsam dem Ende wieder näher. Und ich hoffe, diesmal geht's gut. Ja, dann war's das mit dem Kapitel 9. Tod bei Ankunft abgeschlossen. Wir sehen uns wieder am Kapitel 10. Das da heißt. Nach dem Abspeichern. Kapitel 10, das Ende aller Tage.
Wow. Und es geht aufs Besatzungsdeck. Oh ja, das wird lustig, romantisch auf jeden Fall. Da lade ich euch zum Candlelight-Dinner ein. Ihr wisst, seht dann schon warum. Ich sag bis hierhin vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe wünscht euch, Lissy.